Ich habe heute einen ganz speziellen Gesprächspartner von Weil am Rhein, einem ehemaligen Besitzer vom TAM-Theater, der auch Regie und Schauspieler ist, der das Ganze aufgebaut hat. Und zwar ist es kein geringerer als der Erwin Georg Sütterli. Erwin Sütterli, wie geht es Ihnen zur Zeit, jetzt wo Sie Ihr Kind quasi abgeben? Auf der einen Seite natürlich Entspannung, weil der Termindruck ist weg, das Verwaltungsbüro ist weg, mehr Zeit für privat. Ich gewöhne mich wahrscheinlich sehr schnell daran, dass es nicht mit mir gehört und dass es trotzdem wieder läuft. Und dass der neue Erfolg hat, er hat es relativ leicht, er muss nicht aufbauen, er muss nur, er kann verbessern sogar, er kann es besser machen. Gut, jetzt sind Sie ja gelehrter Malermeister gesehen, oder sind ja immer noch, da bleibt man ja Malermeister. Wie kommen Sie zur Kleinkunst? Ja, das geht jetzt wegen länger, das geht nicht anders. Maler gelehrt, Gesellenbriefe gemacht. Dann, ja und jetzt, also Meister gemacht, ja und jetzt, zu München gesehen, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist auch nicht das. Also heim wieder, habe ich eine Marke geschwört. Haben Sie eine eigene Firma gehabt? Nein, ich habe Geschäftsführer gemacht in einem Bankrottbetrieb in München. Und bin dann krank geworden und bin dann heim. Und in der Schweiz habe ich nicht mehr wollen. Das war damals ein wenig nicht so nur erfreulich gewesen, es war die Löhne höher. Dann habe ich selber angefangen. Im Müllerei, im Viehstall. Gemietet, umgebaut und das ein Jahr betrieben. Und dann, bei mir hat immer etwas gehen müssen, habe ich eine bessere Werkstatt mit in der Stadt von Lörrach. Die habe ich dann gemietet. Dort drüber war eine Wohnung sehr leer. Die hat mit mir dann günstig gearbeitet. Dann habe ich mit Galerie angefangen, zusätzlich. Also über der Werkstatt. Ja. Und nebendran, ich habe ja damals noch in der Städte gewohnt. Und dann habe ich mir eine Wohnung gesucht und hatte das Glück gehabt, gerade nebendran Riesgässle 9 zunächst zu mieten und dann zu kaufen. Und gekauft habe ich es aus dem Grund, da ist ein Gewölbekeller, ein schöner. Und dann habe ich gedacht, Galerien hat es ja genug jetzt. Zuerst war ich die Einzige gewesen, aber in allen Ecken sind Galerien aufgegangen. Und ich habe gedacht, ein Theater gibt es nicht, ein Kleintheater, Volkstheater, das wird mir jucken. Dann habe ich die Galerie, dann habe ich später das Haus gekauft. Also kaufen können, zuerst mieten. Dann habe ich eine Bühne eingebaut, habe die Galerie verlegt vom Riesgässli, vom Badschloss 1 war die Adresse gewesen, obwohl das im Riesgässli ist, aber das ist Badschloss 1 gewesen, heute heißt Sorserplatz. Und dann habe ich die Galerie in den Keller verlegt und eine Bühne gebaut und dann habe ich gedacht, das wird ein Theater. Dann habe ich mit der Behörde ein bisschen kämpfen für den Notausgang, der primitive Notausgang ist genehmigt worden. Und dann habe ich angefangen, ich habe einfach etwas gebraucht. Etwas Künstlerisches, weil nur das Malen, das hat mich nicht befriedigt. Und dann habe ich eben angefangen mit Kleinkunst. Aber das war ja nicht hier im TAM zuerst, sondern Sie haben zuerst noch, wie ich sehe, im Riesgässli in Lörrach, oder? Ja, der kommt jetzt vom Riesgässli. Ah, das war vom Riesgässli, okay. Und dann sind Sie aufs TAM übergekommen? Das haben Sie ja jetzt 28 Jahre lang geführt. Ja, also 18 Jahre habe ich es da drinnen gemacht. Und dann habe ich ja gewusst, vor dem Haus leerstehend, also eine Ruine, das sollte abgerissen werden, aber Denkmalschutz hat gesagt, halt, wegen dem tollen Dachstuhl. Ja. Ja gut, dann habe ich mir überlegt, zuerst wollte ich es für die weitläufige Verwandtschaft, also die was verwaltet haben, Erbegemeinschaft, wo auch viele Schweizer dabei sind, ganz eine große Erbegemeinschaft. Die haben sie losgebracht, dann hat mich der Kurt, mein Neffe, Cousin, gefragt, könntest du uns helfen, das verkaufen? Der hat gewusst, dass ich ein wenig da ein Händchen hatte für und auch schon ein paar Mal mit Immobilien, klar, im Kleinen. Dann habe ich nach 4 Wochen einen gehabt, der gekauft hat. Dann war der Preis klar, plötzlich folgt wieder der Preis drucken. Und dann sagt er reißt ab und macht Neubau, sagt, ich werde nicht genehmigt. Das Denkmalamt dahinter, überlegst du es, wenn es nächste Woche nicht geschrieben wird, dann hat es ein paar anderes. Gib mir Antwort, keine Antwort. Und dann habe ich mir überlegt, könnte ich das finanzieren? Und dann habe ich gesagt, also gut. Wenn ich das verkaufe und dann noch etwas habe, kann ich es finanzieren. Dann viel gesagt, mit 50 Jahren noch so eine Ruine kaufen, das finde ich schön. Aber ich bin trotzdem froh gewesen, wo ich es dann gemacht habe. Dann war es zuerst mal die Bautätigkeit gewesen. Da habe ich alles gemacht ohne Architekt. Und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich gut geworden ist und dass wir hier da eine ganz andere Voraussetzung haben wie in Lörrach.
Also ganz andere Infrastruktur, mhm, mit Nebenräumen, mit Dusche, mit WC, Bühne, Eingang von hinten, Notausgang und Bar und. Das haben sie Lörrach nicht gehabt. Da bin ich eingeklemmt gewesen, aber es war auch eine schöne Zeit gewesen. Und dort hatte ich grosse Künstler gehabt, zufällig, mit Beziehungen. Und da habe ich das nicht gehabt, aber da haben wir Erfolg gehabt mit der eigenen Produktion, was ich unbedingt haben wollte. Von Anfang an, ich hatte zuerst andere Regisseure gehabt, drei verschiedene, professionelle. Die haben das auch nicht schlecht gemacht, aber der Erfolg ist nicht da gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich mache es selber und wir machen alemannisch und das ist unser Durchbruch gewesen. Wenn Sie jetzt den Vergleich ziehen zwischen den beiden Theatern, welches ist die spannendere Zeit gewesen? Ja, also spannend ist aus dem Grund zu Lörrach gewesen, weil das neu war für mich. Das erste Theater, nicht? Und von dem her ist da schon nur eine Verbesserung gewesen. Natürlich auch eine Herausforderung. Jetzt bin ich zuviel, jetzt muss ich wieder schauen, dass der Laden läuft, programmmäßig und schauen, wie es anspricht mit den Leuten. Mhm. Und das hat sich dann gut entwickelt. Ist es eigentlich schwierig, sich dann Stammkundschaft zu kriegen, so als Lörracher? Nein, ich bin ja Wieler. Aha, aber. Ursprünglich. Aber Sie haben noch in ursprünglich in Lörrach das Theater gehabt und jetzt kommen Sie überall nach Weil. Hast du keine Komplikationen gehabt? Ist es schwierig gewesen, Stammkundschaft zu kriegen? Würde ich jetzt nicht einmal sagen, nee. Nein. Ich habe gemerkt, was die Leute sehen wollen, nicht das, was ich will, sondern was die Leute sehen wollen, müssen wir sich anpassen. Gut, ja. Dann habe ich zuerst mit Profi, nur mit Profi, wäre es nicht gegangen, finanziell. Dann habe ich das Bühnchen geholt von Lörrach, dann habe ich die Kandermann geholt, also Amateur nicht. Dann habe ich einen Freiburger geholt, Amateur. Und dann habe ich mit Kandermann selber mitgespielt. Ein paar Mal, Rolle übernommen. Meine erste Rolle war der Bridge, plötzlich unerwartet. Hauptrolle, die ich noch nie gespielt habe. Da habe ich gedacht, der Regisseur, der Klaus Beck, glaubt ja nicht mehr. Ich dachte, der spinnt auch, gibt mir so eine große Rolle, ich habe noch nie gespielt. Weil es ist eigentlich das schönste Erlebnis gesehen da. Da und dann? Ja. Ja. Erfolg vom eigenen Produktionen. Kann man sagen. Gut. Und was hat Sie am meisten geärgert? Ja, hat es sicher Punkte gegeben, wo Sie Ärger gehabt haben, würde ich sagen. Jetzt. Kann man schon sagen. Ja. Mit den Vorschriften, mit der Verwaltung. Also mit den Vorschriften, Brandschutz und dann die Nachbesserungen nach ein paar Jahren. Plötzlich hat es nämlich gelangt, dann müssen wir es verbessern und nochmal investieren. Dort habe ich überlegt, höre ich auf. Habe ich später gedacht, hätte ich noch aufgehört. Naja, ich habe das investiert und wieder gemacht. Und jetzt ist einfach ein Punkt da, wo man sagt, in meinem Alter sollte man mal zurücktreten und junge Leute reinlassen und alles hat seine Zeit. Gut, aber ich meine, Sie haben so viel Herzblut in das Theater gesteckt. Wie hat eigentlich die wirtschaftliche Seite ausgesehen? Ja, nicht gut. Das weiß man von vorne hin, das habe ich ja die Erfahrung zu Lörrach schon gemacht, dass man nicht reich wird. Wenn man gut ist, kann man vielleicht gerade oben drunter kommen, 0-0. Vielleicht mal ein leichtes Plus, aber meistens ein leichtes Minus. Er hat mich von Stürbauer immer gesagt, hör doch auf, kannst du das nicht leisten, legst doch drauf. Aber ich wollte es durchboxen. Es hat ja auch irgendwie Spass gemacht, etwas aufzubauen, künstlich ins Lehren und so. Und das ganze Geschehen immer verfolgen, immer dabei sein, nicht? Das steckt dann an. Also, kann man sagen, als Theaterbesitzer sind Sie mit Bilanz zufrieden gewesen? Schlussendlich. Plus, Minus. Klar, es gibt Plus, es gibt Minus. Es gibt Ärger, es gibt Freude, aber wenn es die Bilanz zieht, sind Sie zufrieden gewesen mit dem Theater? Finanziell? Alles. Eigentlich noch, also, ja. So, es hängt nicht nur finanziell drauf, das ist ja Herzblut, ja, so, man muss ja auch ja, Freude haben. Ja, natürlich, sind halt die nicht so lange gemacht. Eben. Ich bin da auch ein wenig ehrgeizig gewesen und habe mich praktisch in einer fremden Branche bewähren, weil das hat schon Spass gemacht. Ein bisschen aufbauen, wo man in der Branche mal fremd ist und wenn man dann Erfolg hat. Und Erfolg ist gekommen durch Eigenproduktion in Alemannisch. Das hat uns geholfen. Und dann habe ich auch Leute von Lörrach, die ich kennt vorher, ich hatte erst eine Galerie gehabt. Und bin jetzt in der Stadt gewesen. Dann hatte ich zwischendurch noch ein Tapetenstudio gehabt. Also wenn wir nicht mal so weit zurückgehen, sind wir ja eigentlich von Lörrach weg.
vom Molar weg und so weiter. Was mich noch würde interessieren, was machen Sie jetzt nach dem Abschluss, nach dem Abschied vom TAM? Haben Sie spezielle Hobbys? Nö. Zum Beispiel? Gitarre spielen, Klavier spielen, Sprache, Lesen, Kochen, ein bisschen Sport. Und überhaupt interessiert mich alles. Ich kann dann einmal so Kurse besuchen oder Vorstellungen besuchen, wo es gibt, wo ich sonst keine Zeit habe. Das habe ich jetzt dann. Bin einfach mordsmäßig interessiert. Schön. Also kann ja also gar nicht schief gehen, oder? In der Pension jetzt, also in Ruhestand, sogenannten Unruhestand, wo ja alle sagen. Es wird unruhiger im Privat jetzt natürlich. Aber was mich noch interessiert, was wünschen Sie Ihrem Nachfolger? Ja, das ist eine gute Frage und ich denke, die Antwort wird auch passen. Sie, dass er das noch besser macht. Gut. Also, ich so stolz und wenn ihn dann auch fragen, wie es auch weitermacht und wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem Ruhestand und Ihrer weiteren Zukunft und Sie werden das TAM ganz sicher und besuchen. Und irgendwo sind ja ihre Geister da, ob man will oder nicht, oder? Nach 28 Jahren, da bleibt etwas dahinter. Ja, wahrscheinlich geht es auch irgendwie wieder mit dem TAM-Team, wo es vielleicht mich als Regisseur wählen, ist schon mal froh gewesen, aber das ist noch nicht endgültig. Und das müssen wir offen lassen, aber das könnte sein. Und dann spiele ich jetzt zum Beispiel im Märchen mit, kleine Rolle, weil das Personal fehlt. Habe jetzt schon übernommen, König im Märchen. Also mir wäre es nicht langweilig. Erwin, Georg Süterli, schön für das Gespräch. Alles Gute. Gerne gesehen, ebenso. Alles Gute. Ja, danke schön. Ja, das müssen wir anstoßen, oder? Ja, das wird schon nicht mehr aufgenommen. Aber wir schauen uns gleich an, wenn du willst. Weißt du? Zu meiner rechten Seite habe ich jetzt den neuen Pächter vom TAM, der Herr Klein. Und Herr Klein, Sie haben gehört, was der Herr Süterli Ihnen ein schönes gewünscht hat für Ihre Zukunft. Was gibt es Neues? Also in erster Linie geht es einmal so weiter wie bisher. Der Erwin Süterli hat in den letzten Jahren das Theater in einer hervorragenden Art und Weise geleitet und hat mit seinem Engagement natürlich dem Theater auch einen Namen verpasst. Wir sind in der ganzen Region bekannt, die Leute kommen gern zu uns. Ganz speziell bekannt sind wir für unsere Mundartkomödie. Das ist unsere große Stärke, das ist unser Standbein. Das werden wir weiterhin pflegen. Aber wir werden natürlich auch zusätzlich Gastspiel haben, Musikkabarett. Und wo wir natürlich auch noch ein bisschen dran arbeiten werden, ist Kinder- und Märchentheater. Das werden wir auf jeden Fall ein bisschen ausbauen, kombiniert mit dem Angebot von der Frau Emine Ackmann, die auch Theaterkurse anbietet. Das soll in Zukunft alles ein bisschen intensiviert werden. Und mein großes Ziel ist einfach, das Programm so zu gestalten, dass jedes Wochenende etwas läuft, dass wir eine rechte Auslastung haben. Also ein ganz großer Blumenstrauß voll von Programm. Ja. Dazu wünscht sicher Ihr Stammpublikum und meine Wenigkeit Ihnen alles Gute und gutes Gelingen und toi toi toi. Dankeschön vielmals, auf Spucken verzichten wir. Genau. Dankeschön für das große Gespräch. Gerne.